Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Goonicorn und im Hintergarten zusammen mit Waldi. Wir spielen eine weitere Runde von dem unglaublichen Spiel Unravel. Einen kleinen Nachtrag zur ersten Folge. Ich habe gesagt, Unravel wurde von EA Games entwickelt. Das stimmt natürlich nicht. EA Games verbreitet das Spiel nur, also vermarktet es. Entwickelt, und das ist mir wichtig zu erwähnen, von Coldwood Interactive. Am 9. Februar 2016 zum ersten Mal veröffentlicht und heute spielen wir es in der Welt von Goonicorn weiter. Auch Waldi, wie wir ihn ja nennen, heißt eigentlich offiziell Yarny. Yarn, vom Englischen übersetzt, heißt Garn, deshalb Yarny. Ich glaube aber ganz ehrlich, wir bleiben weiterhin bei Waldi. Das könnt ihr mir aber soweit mitteilen, wie ihr das wollt. Oh, und da bin ich bereits wieder abgestürzt. Na toll. Das heißt, zurück auf Start. Alles nochmals von vorne. Genau. Nach wie vor gefällt mir das Spiel unglaublich gut. Endlich mal wieder was Neues, was sehr, sehr hübsch gemacht ist. Mir gefällt die Aufmachung. Ich habe einiges Mühe mit diesem Spiel, wie ihr sehen könnt, aber das wird hoffentlich besser. Es macht unglaublich viel Spaß, hier mit der Wolle durch die Bäume zu klettern. Und Waldi, muss ich ganz ehrlich sagen, ein unglaublich cooler Charakter, der hier entwickelt wurde. Und, hopp. Oh, jawohl, wir haben es geschafft. Und weil, oh, und da haben wir wieder eine Erinnerung. Oh, das Mädchen vom Foto hier im Baumhaus. Oh, welches Kind würde nicht auch gerne hier in diesem Baumhaus spielen? Oh, es ist schon die Grafik, die Szenerie, die Stimmung halt alles echt, echt sehr, sehr cool gemacht. Es geht ja im Spiel, vergangene Liebe, verlorene Erinnerungen zu verbinden und wiederzugewinnen. Das finde ich ganz etwas Wichtiges, denn ich glaube, viele Menschen haben gewisse Erinnerungen, die sie... Oh, was ist das denn? Oh, da hat es uns schon wieder voll erwischt. Ja, ja. Schütteln, einmal kurz schütteln und weiter geht's. Viele Menschen haben Erinnerungen, die sie nicht verdrängen, aber irgendwo mit der Zeit verlieren. Also das heißt, die schönen Erinnerungen, die schönen Momente verlieren sie. Sprich, es geht einfach... Jawohl, geht einfach verloren. Und das Spiel zeigt halt auch, dass egal was passiert, die Erinnerung, oh, was für ein Sandkasten hier. Als Kind hätte ich gerne hier gespielt mit diesem Bagger und den Klötzen und dem Sand. Oh ja, ich. Oh, und was haben wir hier? Guten Tag. Hallo, mein Freund. Hallo. Au! Au! Hallo, mein Freund. Und tschüss. Bye, bye. Ah, ich mag das Spiel. Ganz ehrlich, ich mag das Spiel. Was haben wir hier? Gärtner? Okay, da haben wir wieder was freigeschalten. Hier der Block, wahrscheinlich als Gegengewicht. Jawohl. Oh, oh, oh. Wie er hier balanciert auch. Echt cool. Und weiter geht's. Komm schon. Jawohl. Hier hinten der Specht. Oh, ein Specht. Das ist ja cool. Hopp. Wie gesagt, viele Menschen verlieren... Oh, ja. Wie geil das jetzt eben gerade war. Viele Menschen verlieren die Erinnerung an wunderschöne Dinge und die gehen dann einfach verloren und... Oh, 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 was ist das? Oh, und hier wird's dunkel. Entschuldigung. Etwas düstere Stimmung, aber hier ein Blumenbeet. Alles verdörrte Pflanzen. Scheint so, als hätte hier lange niemand mehr irgendetwas gemacht. Ja, eher düstere Stimmung hier. Vielleicht kann ja Waldi hier etwas mehr Leben wieder einhauchen. Was haben wir hier? Kommen wir hier hoch? Jawohl. Kann ich hier unten noch erstmal schauen? Ob wir noch wieder irgend so ein Geheimnis oder so finden? Ja. Das Garn wieder befestigen und zurück geht's. Denn hier unten haben wir ja noch den Würfel. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Viele Menschen verlieren einiges an Erinnerungen. Natürlich die großen Erinnerungen bleiben bestehen. Aber ich glaube, es geht hier im Spiel darum, auch aufzuzeigen, dass Erinnerungen uns verbinden mit dem, was passiert ist. Oh, und da hinten haben wir wieder ein Geheimnis. Jawohl.
Jawohl. Ich habe noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber okay. Viele Erinnerungen, die wir haben, gehen ein wenig verloren. Und ich glaube ganz einfach, dass wir uns hier mit dem Spiel, dass sie möchten uns, glaube ich, auch zeigen, dass liebevolle Menschen, die sich auseinandergelebt haben oder die wir verloren haben oder was auch immer, in Erinnerung weiter bei uns sind. Oh Gott, was? Oh, 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 nein, 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 nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, was für eine coole Stimmung hier. Und einmal abschütteln, jawohl. Viele liebe Menschen oder auch schöne Situationen sollten wir in Erinnerung behalten. Oh, und hier, was ist das? Das ist ein Underworld-Fleck. Das ist nicht wie das normale Geheimnis. Das ist etwas schöner gemacht. Oh ja. Er ist stolz. Voldy ist stolz. Und ich glaube, das war der erste Abschnitt. Was passiert jetzt? Voldy bringt das erste Woll-Symbol an. Und die Erinnerung. Oh, wie cool. Oh, wie cool das Spiel auch einfach frisst. Das ist wow. Wir haben die Erinnerung und da auch das halbe Bild. Ich weiß gar nicht, war das zu Beginn schon hier, das halbe Bild? Oder hat jetzt Voldy die Erinnerung gesammelt und uns hier das Buch gefüllt? Oh ja, hier haben wir etwas, das geschrieben steht, das wir jetzt lesen können. Disteln und Gräser. Wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Und genau das habe ich eben gemeint. Viele Erinnerungen zeigen uns schöne Dinge, die wir durch die Zeit halt, die sich verändert haben und die wir einfach nicht mehr so sehen, wie wir es in Erinnerung haben. Und ich glaube, man darf nicht nur an einer Erinnerung festhalten und sagen, das ist, was war früher besser oder schöner. Oh, und hier die Bilder, die wir jetzt eingesammelt haben. Das sind die zwei Kinder vor dem wunderschönen Haus. Ja, nicht nur an den Erinnerungen festhalten, sondern auch Neues sehen, neue Chancen sehen und Erinnerungen aber trotzdem immer im Gedächtnis halten. Wir sehen hier die Bilder, die wir... Das war jetzt gerade unsere Reise, die wir gemacht haben. Hier die Bäume. Oh, und da ist auch der geile Traktor oder Bagger oder was es ist im Sand drin. Das coole Baumhaus. Oben der Junge, den kann man fast nicht sehen. Unten das Mädchen. Oh, das war eine wunderschöne Zeit, die Kinder hier hatten. Ich denke mal, die wunderschöne Sonnenblume hier noch. Ich denke mal, das war die gute alte Zeit bei Oma. Oder bei Mutti, ich weiß es nicht. Hier die Schmetterlinge, die wir ebenfalls gesehen haben. Die wunderschönen Grasblumen. Und das Treibhaus, das hat dort schon noch etwas anders ausgesehen. Da sicherlich heute vieles verwelkt und hier sehen wir wieder nichts mehr. Und die vergilbten Bilder wieder. Also hier sollte es eigentlich weitergehen. Oh, das ist cool gemacht, wie wir hier wieder mehr sehen können. Und Voldy geht auf zum nächsten Abenteuer. Was müssen wir hier wieder denselben Weg nehmen oder können wir hier etwas tun? Nein. Okay, wieder zum selben Ort hin. Und hier sehen wir jetzt auch drei unten, die drei Geheimnisse oder drei von fünf Geheimnisse, genau, gefunden. Distel und Gräser, ach, das war das Thema, das Foto. Hier drüben haben wir zwei neue Gegenstände gefunden oder waren die von Anfang an da, weiß ich gar nicht. Also so ist das Spiel aufgebaut und hier oben haben wir bereits die nächsten Bilder. Das Meer, Bärenmoor. Und ich glaube, oh, da oben ist nochmal ein Gestell. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Was passiert denn, wenn wir... Oh, was haben wir hier? Oh, hier haben wir nochmal ein Bild. Ah, hier geht das noch weiter. Oh, da gibt es noch einiges zu tun für uns. Was haben wir hier unten noch? Können wir hier noch etwas finden, oder? Nein, ich glaube nicht. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Und ich denke mal... Komm, geh hoch, Voldy. Komm schon. Jawohl. Ich denke mal, wir fahren hier oben weiter. Das Meer oder Bärenmoor? Ich glaube, wir gehen auf das Meer. Oh, wie cool. Am Meer spielen, Eimer, Muscheln sammeln. Was? Oh, und da haben wir Krebse, Garnelen. Garnelen? Nein, Krebse natürlich.
Und hier sind wir an einem neuen Ort. Hallo, Wolli. Hallo, kleiner Acker. Komm schon. Oh, wie cool, dass er die Arme verschränkt hier. Oh, wie schön das gemacht ist. Ach, ich finde das echt ein echt geiles und cool umgesetztes Spiel. Es muss nicht immer Krieg, Elend, Abschlachten sein. Ich bin auch froh, hier mal so etwas zu spielen. Und hier haben wir eine Erinnerung. Oh, die Kinder, die mit einem Drachen spielen. Oh, wir kommen hier an den See oder an das Meer oder was? Was haben wir hier? Verstiegen 5 Kilometer. Okay. Oh. Wie kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Irgendwo hoch? Komm schon. Nein. Schaffen wir es hier? Jawohl. Hier können wir jetzt... Oh. Hoppla. Das hat dann mal wohl nicht geklappt, oder? Müssen wir hier das irgendwie mitnehmen? Hier hin? Und hochspringen? Jawohl. Oh, cool. Wo geht's lang? Rechts oder links? Hier geht's lang. Oh, ein Fernglas. Cool. Echt cool. Gehen wir hier lang. Können wir hier irgendetwas finden? Oder geht's hier weiter? Nein, noch nicht. Okay. Also wieder zurück. Ich weiß noch genau, wie ich als Kind immer, wenn ich so ein Fernglas gesehen habe, habe ich immer meine Eltern gestresst, weil ich da... Oh! Weil ich das Fernglas benutzen wollte. Immer. Wie geht's weiter? Hier hinten? Oder wo ist, wie kommen wir weiter? Müssen wir hier wieder lösen? Wie kommen wir hier weiter? Hier jetzt von hier aus hier hochspringen und das anbringen. Jawohl, das könnte sein. Und dann haben wir wieder ein Trampolin. Oh ja, das gibt aber einen Mordsprung hier. Und jawohl. Und hoch da, komm schon. Oh, cool. Und es kann weitergehen, liebe Freunde und Freundinnen. Mal Anlauf holen und... Da schwingen, mir Seile geben und hopp. Jawohl. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach, hier müssen wir wieder das Trampolin bauen. Oh ja. Langsam aber sicher kommt das schon. Das wird schon, liebe Freunde und Freundinnen. Das wird schon. Hopp. Jawohl. Und hier haben wir den Drachen. Was denn? Ich komme jetzt hier nicht mehr hoch? Das gibt's doch nicht. Ich bin doch schon fast da. Wo habe ich denn jetzt hier noch Schnur verspielt? Wir gehen also nochmal zurück. Was ist denn jetzt? Wo bin ich jetzt abgestürzt? Jetzt bin ich abgestürzt. Entschuldigung. Oh, komm schon. Die Steuerung ist nicht zu unterschätzen. Das ist schon eine Herausforderung für einen unglaublichen Jump'n'Run-Spieler, wie ich es bin. Ist das nicht so einfach. Oh, komm schon. Meine Güte. Das war jetzt aber echt, echt mies. Okay, ich bin sicher, ich werde es noch schaffen. Hopp. Jawohl. Schwingen. Oder hopp. Oh, hochziehen.